Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit den Küstenfrikadellen von Frosta im Test. Und die habe ich tatsächlich noch nie gegessen. Da habt ihr mich netterweise auf Instagram darauf aufmerksam gemacht. Ihr habt gefragt, kannst du die mal testen, lieber Junkfood Guru? Und ihr habt mir sogar dazu ein Bild geschickt. Und deswegen konnte ich die jetzt auch sehr gut entdecken. Ich habe die beim Einkaufen jetzt entdeckt und habe mir dann direkt gegönnt. Denn da waren sie gerade im Angebot für 2,29 €. Im Rewe, richtig, ihr kennt die wahrscheinlich auch noch aus dem Rewe-Hall und heute gibt es sie endlich im Test. Lecker, Küstenfrikadellen mit Seelachs aus der Nordsee, sie sehen echt lecker aus, 60% Seelachs, dann haben wir noch Kartoffeln drin, Porree ist drin, frittierte Zwiebeln, da habe ich ein bisschen Respekt vor, aber ich glaube, wenn die so richtig schön klein und frittiert sind, dann merke ich von diesen Zwiebeln auch nichts mehr. Hoffe ich doch zumindest. So, ich mache die jetzt im Backofen, Umluft, 210 Grad, Ober- und Unterhitze, muss ich sie ein bisschen höher drehen, 225 Grad. Und Geduld muss ich auch mitbringen, 18 bis 20 Minuten, das kriegen wir aber hin, oder? Ja, das kriegen wir hin. Ich mache auch gleich beide, denn es ist heute mein Abendessen, ihr Lieben. Auf 100 Gramm fand ich die Nährwerte ganz gut, denn die Nährwerte sind auf 100 Gramm 139 Kalorien. Das finde ich für so eine Fischfrikadelle, jetzt mal ganz ehrlich, finde ich das obererste Sahne. Und was ich ja eh immer in Frosta mag, ist, dass sie sich so viele Gedanken machen und Gedanken heißt, weniger Verpackung, hier ist echt nur die Pappe. Es ist nur die Pappe und direkt die Frikadellen da drin. Mehr braucht es auch gar nicht, wenn es tiefgefroren ist. Und deswegen mag ich Frosta, die sagen ja auch immer, ohne Geschmacksverstärker, ohne künstliche Zusatzstoffe und dann noch ohne Plastik. Wie geil ist das denn? Dafür gibt es schon mal einen Daumen nach oben, oder? Es freut mich total. So, die Fischfrikadelle, ich hole sie mal hier raus. Also die Küstenfrikadelle, ja. So sieht sie aus. Sieht so ein bisschen aus wie ein Rösti, oder? Ja. Wie ein Rösti. Mal schauen, wie sie schmeckt. Jetzt geht diese in den Backofen zusammen mit ihrer Fischfrikadellenschwester oder Bruder. Ich weiß nicht, wie die verwandt sind, aber die wandern jetzt im Backofen. Was laber ich hier für eine Scheiße eigentlich? Doch bevor die Küstenfrikadellen im Backofen landen, na, was machen wir da? Richtig, wir wiegen die jetzt einmal mal ab. Und zwar sollen ja 240 Gramm wiegen. Na, das scheint ja schon mal ganz gut auszusehen. 121 Gramm. Und zusammen wiegen sie 241 Gramm. Passt genau. Die Küstenfrikadellen sind jetzt 10 Minuten im Backofen. Und da soll man sie auch einmal wenden, damit sie möglichst von beiden Seiten schön knusprig werden. Ich bin mal gespannt. So, ihr Lieben, die Küstenfrikadellen sind fertig. Schaut mal, so sehen die frisch aus, wenn die jetzt wirklich 20 Minuten im Backofen waren und einmal gewendet worden. So, ihr Lieben, ganz knusprig sind sie leider nicht geworden. Dafür muss man sie, glaube ich, in der Pfanne machen. Aber wenn man hier mal anschneidet, dann sieht man schon, wie was da alles drin ist quasi und wie lecker es auch riecht. Könnte leider nicht riechen, aber wir sind wirklich sehr gut durch. Hier habe ich den auch schon mal angeschnitten und den werde ich gleich mal mit euch verköstigen. Wie gesagt, Seelachs ist hier drin, Kartoffeln, ein paar Zwiebelchen sind hier auch drin, Knoblauch und ganz viele Gewürze. So, ihr Lieben, und hier haben wir sie nochmal, die Küstenfrikadellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher Team Backfisch und Fischstäbchen. Doch. Fischfrikadellen waren noch nie so richtig meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die auch, glaube ich, schon mal von der Nordsee gegessen. Diese Bremer waren das, die fand ich ganz okay. Aber hier haben wir die ja auch gemischt mit Gemüse noch. Und, schmecken. Ich wollte mich schon vorab entschuldigen, aber die schmecken ganz gut. Und die haben wirklich so eine Frikadellenkonsistenz wie abgefahren. Was ich mal ganz wichtig finde, und das ist ja auch der Fall, es klingt bescheuert, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, die schmecken nicht zu fischig. Die schmecken lecker, die sind gut gewürzt und die schmecken nicht zu fischig. Ihr wisst, was ich meine, oder? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr mich versteht. Also, natürlich schmeckt man den Seelachs raus, aber es ist so lecker gewürzt, dass es wirklich was Eigenes hat vom Geschmack her. Daraus könnte man sich, glaube ich, einen richtig tollen Fischburger zaubern. Und apropos Burger, ich habe ja noch eine Soße im Kühlschrank und da habe ich euch noch versprochen, auch zu sagen, zu verraten, wie die Soße schmeckt. Und das ist eine ganz besondere Soße. Ich vermisse ja immer noch die Chipotle-Soße von Kühne, die so ein bisschen geschmeckt hat wie die Chipotle's House West-Soße von Subway. Im Edeka habe ich eine cremige Chili-Soße entdeckt und die schmeckt
nicht ganz so wie die frühere Chipotle-Soße von Kühne, aber kommt schon sehr nah dran. Das ist tatsächlich die beste rauchige Chili-Soße aktuell, die ich bisher probieren durfte. Und die gefällt mir wirklich richtig gut. Und die gönne ich mir jetzt mit der Küstenfrikadelle und danach gebe ich euch eine Bewertung ab. Wie gesagt, von den Nährwerten war ich positiv überrascht. 100 Gramm, 136 Kalorien. Das ist für so eine Fischfrikadelle echt nicht viel. Fisch-Gemüse-Frikadelle müsste es ja auch genau heißen. Entschuldigung, wenn ich jetzt immer Fisch sage, aber ich meine natürlich die Küstenfrikadelle hier. Wow. Und mit dieser Chipotle-Soße hat man echt so einen Mexican-Fischburger. Mexiko trifft auf Nordsee, alles kreuz und quer. Super lecker. Schmecken mir. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommen die Küstenfrikadellen von mir. Ich musste mal ein Stück abbeißen. Bin mal gespannt. Ich schwanke irgendwie so zwischen 8 und 9 Punkten. Geschmacklich sind die echt super. 9 Punkte für die Küstenfrikadellen von Froster, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss. Ah ja, und die Chipotle-Soße hier, ne? 10 Punkte. Volltreffer. Das ist gerade für mich die beste hier vom Edeka, die es gibt. Bis dann.